Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Shakes and Fidget Video. Und ich weiß, normalerweise würden Shakes and Fidget Videos immer nur montags um 15 Uhr kommen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass in meiner neuen Gilde auf Welt 54 sehr, sehr viele Fragen gestellt werden zu relativ anfänglichen Dingen in Bezug von Level 1 bis, sagen wir mal, Level 100. Und deswegen habe ich mir einfach mal auf die Schnelle gedacht, dass ich mit euch zusammen jetzt einmal eben schnell die Dinge durchgehen werde und einen kleinen Anfänger-Guide machen möchte, fangen wir halt an bei Level 1. Und bis Level 10 ist es halt relativ schnell erklärt, was es halt zu tun gibt. Also es ist schon obvious. Nachdem du deinen Charakter erstellt hast, fängst du halt erstmal an, deine E-Mail-Adresse zu validieren oder dein Steam-Account, je nachdem, worüber du das Spiel spielst. Dadurch kriegst du dann halt 10 extra Pilze, was das halt dann zu insgesamt 25 Pilzen werden lässt. Und da holst du dir als allererstes direkt das richtig gute Reittier für 25 Pilze. Das kann man sich einmal hier holen. Bei dem Drachengreifen ist das jetzt für meine Klasse jetzt zum Beispiel. Das ist natürlich immer unterschiedlich, je nachdem welche Klasse man denn auch hat. Hier wäre das in dem Fall der Greifendrache. Gleich am Anfang gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie du XP gewinnen kannst. Du kannst natürlich deine Arena-Kämpfe machen über den Arena-Tab. Davon kannst du 10 Stück machen, dann kriegst du auch XP. Oder du machst das Glücksrad, wo du auch XP bekommen kannst. Es gilt natürlich erstmal, das schöpft man aus, bevor man dann wirklich mit den Questen anfängt. Weil desto höher dein Level ist, desto mehr XP bekommst du. Und das ist wie ein Schneeball, den du dann ins Rollen bringst. Dadurch kannst du die Erfahrungsausbeute quasi maximieren. Sobald du halt mit den Quests begonnen hast, musst du immer die Quest mit dem höchsten XP-Zeitverhältnis wählen. Also das heißt, möglichst viel XP, möglichst schnelle Quest beenden. Dadurch gelingt dir der Fortschritt einfach am schnellsten. Bevor du jetzt irgendwie dein Geld ausgibst bis Level 10, sparst du erstmal dein Gold an. Mindestens 25 Gold brauchst du. Weil dann hast du die Möglichkeit, das Buch der Akribie zu bekommen. Und das wird im Spielverlauf wirklich sehr wichtig, wenn du aufsteigen willst im Level. Denn das Buch der Akribie ist nämlich ein Sammelalbum, was du dann im Zauberladen finden kannst. Du gehst dann in den Zauberladen und suchst das da. Wenn du Pilze hast, kannst du natürlich blättern, um das zu finden. Desto schneller du das findest, desto besser. Wenn du es Free-to-Play machst, guck jeden Tag in den Shop, guck, ob es da ist. Und dann sparst du immer, hast du immer 25 Gold auf der Hintertasche. Hast du das gefunden? Und ganz wichtig, hast du das Buch der Akribie, geht es ab Level 10 um das Sammelalbum und um die Dungeons. Ab Level 10 wird das Questen dann erstmal pausiert und du ballerst einfach das Buch der Akribie durch. Das machst du ganz einfach, indem du einfach Gegenstände sammelst. Du kannst auf das Buch der Akribie gehen. Als Beispiel nehmen wir natürlich mein Stufe 60er Kampfmagier. Gut, da baller ich das Buch der Akribie jetzt nicht so krass durch, aber eigentlich ist das schon ziemlich wichtig. Das ist jetzt bei einem Erfahrungsbonus von 20% und das setzt sich nicht nur aus diesen Achievements zusammen, die deine Attribute steigern, sondern auch durch die verschiedenen Monster, die Wertgegenstände, Kriegerausrüstung etc. Die sammelst du ganz einfach, indem du jetzt sagst, oh, guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel keinen Bogen und dann ganz schnell würde das jetzt zum Beispiel in meiner Gilde gehen, dann sehe ich, aha, der hat zum Beispiel die Axt in der und der Farbe, den greife ich an. Und dann sammle ich die Gegenstände, die mir einen erhöhten Erfahrungsbonus geben. Dadurch level ich natürlich obviously schneller. Dann kommen wir natürlich zu den Dungeons und die Dungeons, recht leicht zu erklären, die ballerst du durch wie sonst was. Jede Stunde versuchst du die zu machen, weil jeder besiegte Dungeon-Gegner gibt dir nämlich einmal XP. Außerdem hast du die Chance, neue Epics zu bekommen, welches sich dann noch weiter nach vorne katapultiert, im Sinne von, dass du wieder einen Gegner klatschen kannst, wenn du keine Gilde hast. In dem Fall geht das ja hauptsächlich an die Gurken-Mages, dass du in eine Gilde kommst und den Erfahrungsbonus ausbaust und den Lehrmeister. Das kann jedes Gildenmitglied machen. Ich habe jetzt das schon 8-mal ausgebaut. Wenn du Free-to-Play-Spieler bist, geht das halt nur 5-mal. Dadurch kriegst du auch einen erhöhten Bonus. Siehe hier zum Beispiel, wir haben gerade derzeitig einen XP-Bonus von 25,6. Das gilt für jeden Spieler, den wir hier haben. Was dafür sorgt, dass das Level natürlich auch noch mal schneller geht. Dann kommen wir zu Stufe 25. Und Stufe 25 ist auch natürlich ein sehr, sehr wichtiges Level. Denn ab da kannst du dann die Festung ausbauen. Und die Festung ist super wichtig. Das ist wie Clash of Clans. Und dort kannst du dann natürlich alles ausbauen. Im Sinne von einmal die Festung. Dann hast du natürlich die Edelsteinmine, die super wichtig ist. Die habe ich bei mir schon auf Stufe 5. Geht natürlich noch weiter, aber ich baue gerade andere Dinge aus, damit das halt irgendwann auch noch schneller geht und schön reibungslos verläuft. Die Edelsteine kannst du in Sockel einbauen. Und Sockel bekommst du, wenn du ab Stufe 25 Items kaufst. Das sind dann einfach Gegenstände mit so einem Sockel drin, wo du dann halt deine Edelsteine drin einsetzen kannst. Die kannst du dann im Shop kriegen oder über Mission oder halt über Dungeon-Gegner. Vergesst nicht, Dungeon-Gegner, Apex, super wichtig und XP. So, haben wir alle Tipps befolgt, sprich, haben dann die Festung ausgebaut, haben unsere Dungeons durchgeknüppelt, haben natürlich immer die Quests mit dem besten XP-Zeitverhältnis gemacht, sind wir irgendwann auf Stufe 50. Auf Stufe 50 seht ihr dann irgendwann in den Quests, dass man dort irgendwelche Scherben bekommt.
Und die gilt es, so schnell wie nur möglich zu sammeln. Es werden immer dann die Quests gewählt, wo eine dieser Glasscherben drin ist. Dann hast du alle Glasscherben gesammelt und auf dein Profilbild gezogen, wie zum Beispiel hier jetzt, ich sammle sie auch schon, dann hast du die Möglichkeit, Dinge gleichzeitig zu tun. Dann hast du alle Scherben gesammelt, hast du natürlich die Möglichkeit, eine Quest zu machen, parallel dazu dann zum Beispiel ein Dungeon zu machen. Jetzt bin ich noch unterwegs, aber wenn ich das habe, dann geht das schneller und das ist viel effizienter und dann kann man immer alles gleichzeitig durchknüppeln. Natürlich immer die Quests machen, wenn du sie hast. Das kann auch mal, also keine Angst, wenn das jetzt mal länger dauert. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen nicht. Das liegt nun mal daran, dass die Quests random sind. Das kann dann auch mal gut bis Stufe 70 dauern oder bis Stufe 80. Also macht euch da keine Gedanken. Das kann sein, muss es aber nicht. Deswegen gilt es dafür, wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid, spielt täglich eure 100 Alu durch und guckt immer in den Quests. Danach ist es natürlich durchaus angenehmer, dann irgendwie das Sammelalbum zu knüppeln. Wenn ihr den Spiegel gesammelt habt, dann könnt ihr auch die Stadtwache machen und parallel dazu weiter das Sammelalbum füllen, wenn ihr die Quests dann alle durchgehauen habt. Oder halt in der Arena oder in Dungeon kämpfen. Ab Stufe 66 bekommt ihr dann das seltsame Buch, welches ihr im Zauberladen finden könnt, welches hier wichtige Upgrades für die unterschiedlichsten Sachen bringt. Wenn wir jetzt hier uns mal meinen großen Charakter angucken, die findet man im Zauberladen. Um genau zu sein, findet man die hier im seltsamen Buch. Und das ist auch recht simpel erklärt. Da geht es einfach darum, dass sie dann immer Hunger hat. Du hast natürlich noch nicht alle Verzauberungen freigeschaltet zu dem Zeitpunkt, wo du sie dann gerade freischaltest. Dann musst du halt regelmäßig deine Handschuhe oder so reinwerfen, weil sie jetzt zum Beispiel Handschuhe will. Dadurch wird das schneller, neue Schriftrollen freizuschalten. Die Schriftrollen bringen natürlich auch super Boni. Darunter einmal die erste Schriftrolle ist natürlich mit einer der besten. Dadurch kriegt man zusätzliche Erfahrungspunkte. Es gibt auch noch andere Boni, die brauche ich jetzt nicht durchleuchten. Das werdet ihr sehen, wenn ihr das selber freischaltet. Mit Stufe 75 könnt ihr dann eine Quest kriegen, indem ihr ein Nest mit Eiern findet oder sowas in der Art. Ich kann mich gerade nicht genau entsinnen. Damit gelangst du dann über den Stall zu deinen Pets. Und die Pets, die kannst du füttern und mit denen Petkämpfe führen. Es gibt 5 Habitate. Davon gibt es einmal Schatten, Licht, Erde, Feuer und Wasser. Und jedes Habitat symbolisiert ein Attribut. Schatten, Ausdauer, Licht, Geschick, Erde, Intelligenz, Feuer, Glück und Wasser, Stärke. Jedes gefundene Pet des Habitats bringt dir einen Rudelbonus von 1% auf das entsprechende Attribut. Hast du also 5 Pets, zum Beispiel von Schatten, bekommt dein Charakter einen Bonus auf das Attribut Ausdauer von 5%. Sobald ein Pet halt Level 100 erreicht hat, erhält der Charakter nochmal einen Bonus von 0,5% auf das entsprechende Attribut. Um die Pets freizuschalten, muss das im dementsprechenden Habitat natürlich besiegt werden. Das geht ganz einfach. Man sammelt. Das kann ich euch einmal hier zeigen. Das geht natürlich relativ einfach. Man kann einfach hier den Kampf bestreiten im Lichthabitat. Wichtig ist natürlich, dass ihr dann euer Pet auswählt, mit dem ihr kämpfen wollt. In dem Fall ist das jetzt zum Beispiel Bofuchs. Bofuchs möchte dann hier kämpfen. Und dann, wenn ihr gewinnt, bekommt ihr natürlich eine Frucht und könnt das neue Pet freischalten. Das Ganze sieht dann so aus, wie zum Beispiel hier. Uf, kann ich zum Beispiel nur finden am 1. April in Spider Canyon. So wichtig ist, dass ihr die Pets immer regelmäßig füttert. Das könnt ihr 3-mal am Tag einfach draufziehen. Zack, und dann steigert sie Attribute und ist dann halt irgendwann stark genug, um das neue Monster zu besiegen. Macht natürlich Sinn der Reihenfolge nach. Also Quacklocks Stufe 100 ist natürlich schwächer als ein Blackstar Stufe 100. Levelt einfach einer der ersten 3 Pets auf Level 100 und dann guckt, wie weit ihr damit kommt. Und bei mir war das jetzt zum Beispiel Bofuchs. Und als ich Bofuchs dann gesammelt habe, habe ich Bofuchs auf 100 gebracht. Der hat mir dann auch nochmal die Pets hier gebracht. Ganz einfaches Ding. Ich werde nochmal einen genaueren Guide machen oder sonstiges, aber geht's erstmal weiter. Ab Stufe 85 kann man den Heiligen Gral in der Edelsteinmine finden. Und der Heilige Gral ist natürlich eine super Ergänzung für das Sammelalbum. Und zwar zeigt dir das dann ganz einfach an, wann du, also welche Items dir noch fehlen, indem das so ein bisschen aufblinkt. Hier zum Beispiel sieht man, mir fehlen diese Schuhe im Sammelalbum der Akribie. Wenn ich den jetzt angreifen würde, würde ich natürlich die Gegenstände hier sammeln, die hier aufleuchten. Dann auf Stufe 90 kriegt ihr den Schmied und den Schmied, den könnt ihr dann halt einfach über den Waffenladen erreichen. Und dadurch könnt ihr dann halt Items mit Sockel versehen, Attribute von Items verbessern, Edelstein aus dem Sockel herauslösen, Items zerlegen für die Ressourcengewinnung, verändern des Aussehens vom epischen Item und Runenboni zweier Items vertauschen. Ab Stufe 99 kriegt man dann das Dämonenportal und sobald du das hast, kannst du halt neben den Dungeons auch das Dämonenportal betreten. Und das sind starke Gegner, könnt ihr euch auch dann, lest ihr wahrscheinlich auch dieselbe Beschreibung dann durch. Aber das ist wichtig, dass ihr das täglich macht, denn habt ihr den einmal besiegt, bekommt ihr einen Bonus von 1% der Lebenspunkte. Sprich, ihr habt 1% mehr Lebenspunkte auf einmal und das ist natürlich super OP, um neue Dungeons zu knüppeln. Hat bei mir schon das eine oder andere Mal dafür gesorgt, dass ich noch den ein oder anderen Gegner halt klatschen konnte. Ab Stufe 100 könnt ihr dann den Schlüssel für die Toilette finden und die Toilette ist super geil, denn jeden Tag kannst du ein Item in die Toilette werfen, um den Mana-Tank halt etwas weiter aufzufüllen und je nachdem, was du halt in den Tank wirst, füllt es sich halt auch schneller. Also am meisten bringen natürlich epische Gegenstände, dann kommen Edelsteine, die bringen 30 Mana, normales Item bringt 25 Mana und einen Trank bringt nur 10 Mana. Ist der Tank voll,
kann die Spülung der Toilette halt betätigt werden und dadurch erhöht sich halt die Aura-Stufe um 1 und die Götter der Toilette gewähren dir dann halt mal irgendwann einen Gegenstand. Das kann auch ein epischer sein. Also es ist alles möglich. Und in jeder Stufe von Aura erhöht sich dann natürlich auch die Qualität der Gegenstände. Gleichzeitig erhöht sich dann natürlich auch der Mana-Gebrauch. So, und ab Stufe 105 kriegt man den Arena-Manager. Der ist auch wichtig. Den findet man dann in der Arena und hier sieht man das. Ich habe den eben schon einmal resettet. Kaufen wir hier eben alles auf. Denn mit dem Arena-Manager schaltet ihr Runen frei. Und Runen sind was ganz Geiles. Und desto weiter ihr den spielt, desto stärker werden die Runen. 5% Arena-Einkommen pro Rune. Beziehungsweise je mehr Runen du im Arena-Manager gesammelt hast, desto stärker werden deine Runen-Verzauberung. Warum ist er so wichtig? Denn je mehr Runen du im Arena-Manager sammelst, desto stärker werden deine Runen. Sprich, desto mehr Geld ihr hier sammelt und immer wieder opfert, kriegt ihr auch mehr Geld. Also es ist wieder wie so ein Schneeball, wodurch es immer höher und höher wird und die Runen immer besser werden. Was sind Runen? Das ist ganz einfach zu erklären. Runen geben dir Eigenschaften. Zum Beispiel mein Helm hier hat einen Erfahrungsbonus von 2% pro Abenteuer, was dafür natürlich wieder sorgt, dass ich schneller level. Lange Rede, kurzer Sinn. Viele fragen mich denn, wie das denn aussieht mit Gildenangriffen und Raids. Und bei uns wird das so sein, dass täglich Gildenangriffe stattfinden. Raids finden erst dann statt, sobald die Durchschnittsstufe auf 50 ist. Vorher fange ich sie nicht an, weil sie sich dann nicht lohnen. War der Guide hilfreich? Dann like doch einfach das Video oder schau mein letztes Video, was ich hochgeladen habe. Das war's von mir, haut rein, ciao.